Ja. Warum ist das so unangenehm? Mädchen. Mädchen? Wacht auf! Mädchen! Lass mich schlafen. Mädchen, wie soll man denn schlafen? Wir haben nie etwas erreicht. Wir sind wieder in diesem verdammten Auto. Mädchen, wacht auf! Was? Ah! Ah! Oh, das ist ein Albtraum. Meine Beine sind taub geworden. Haben Sie uns gestern an der Tankstelle nicht geholfen? Was? Mädchen, wir haben keine Tankstelle gefunden. Was? Mädchen? Mutti, Papa, haben Sie mich denn nicht gesucht? Leila, wo sollen Sie uns denn suchen? Wir sind hier im Lager. Alle dachten, dass wir zum Turnier gegangen sind, um zu gewinnen. Mädchen, nicht weinen. Wo ist Nastia? Hörst du das? Das ist ein hungriger Elefant, der gefüttert werden will. Und das ist ein Löwe mit einer verletzten Pfote. Ich rette jeden Tag Tiere und ich brauche deine Hilfe. Lass uns diese Tiere wieder topfit machen und für jedes von ihnen ein Zuhause bauen. Lade unser Spiel jetzt herunter. Unsere tierischen Freunde warten auf dich. Wo ist Nastia? Mädchen! Also, Mädels, lass uns nicht vergessen. Gestern waren wir auf der Suche nach einer Tankstelle, aber wir haben sie nicht gefunden. Dann kamen wir zurück. Ich setzte mich mit Diana nach vorne. Ja, und ich saß hinten und Nastia saß in meinen Armen. Denn dort sind deine Koffer. Mädchen, warum schreit ihr überhaupt? Versteht ihr denn nicht, in was für einer Situation wir uns befinden? Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Wir haben keine Verbindung. Und auch diese blöde Klapperkiste fährt nicht. Wir haben kein Essen. Und Nastia ist immer noch verschwunden. Nastia! 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 Bist du ins Gebüsch gegangen? Nastia! 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 Komm raus! Wie auch immer, ich hab's verstanden. Mädels, Nastia antwortet nicht. Sie ist irgendwo hingegangen. Mädchen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Gegensatz zu euch möchte ich jetzt etwas essen. Aber ich hab Hunger. Ich bin hungrig. Jana, es tut mir leid, aber das ist hier kein Lager. Es gibt keine Cafés, keine Restaurants, nichts. Wir haben alle Hunger. Wisst ihr was, Mädels? Im Gegensatz zu euch bin ich vorbereitet. Ich gehe nie ohne ein Sandwich aus dem Haus. Wo ist mein Koffer? Ah. Also, Gigi, pack deine Sachen, nimm deinen Koffer. Heute ziehst du aus diesem Zimmer aus. Verstanden? Wo? Mädchen! Gigi, hast du Angst? Du gehst in das Zimmer der Cheerleader. So frei. Mädels, ist das euer Ernst? Zum Zimmer der Cheerleader? Warum tut ihr mir das an? Erklärt mir warum, was habe ich getan? Gigi, die Cheerleader sind weg. Es gibt keine Cheerleader. Zwei Zimmer sind frei. Anja und ich sind hier und du bist dort alleine. Ja, ganz alleine auf einem großen Bett. Mädels, also, ich sag euch, warum tut ihr mir das an? Wozu? Liebt ihr mich denn überhaupt nicht? Es ist gut, dass es keinen Cheerleader gibt. Wir haben jetzt die vollständige Kontrolle über das ganze Lager. Nun, sollen wir es überprüfen? Ja, schauen wir nach. Also, liebes Zimmer, ich sag dir auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt in ein anderes Zimmer, in dem sich ein ganz großes Bett befindet. Übrigens wird es dort sehr gemütlich sein für mich. Also, tschüss. Diana, was ist das? Ist das dein Auto und du weißt nicht, wie du es reparierst? Leila, es tut mir leid. Ich bin keine Tankstelle. Ich weiß nicht, wie man mit Autos umgeht. Und überhaupt, Leila, du stinkst aus dem Mund. Tut mir leid, Diana, du auch. Mädchen, nun, ich kann mir auch super die Zähne putzen hier. Oh, Mami, ich danke dir für das Abendessen. Das war lecker für mich. Oh, mein Koffer. Mädchen, schaut, das ist der Koffer von Nastia. Das bedeutet, sie ist irgendwo in der Nähe und wird zurückkehren. Ei, ein Stachel ist in meinen Turnschuh gekommen. Hat jemand Feuchttücher dabei? Ja, und in der Tat, das ist Nastias Koffer. Sie ist wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Nein, Mädchen, es ist schlimm, dass ihr Koffer hier ist. Wenn sie gehen würde, würde sie ihren Koffer auf jeden Fall mitnehmen. Was ist, wenn sie jemand mitgenommen hat? Oh, mein Koffer. Meine Lieblingswürstchen. Also Mädels, ich gehe einen Snack essen und ihr überlegt euch, wie ihr diese Schrottkiste reparieren könnt. Verdammt, gestern gab es keine Verbindung und auch jetzt gibt es keine Verbindung. Hör zu, Leila, vielleicht soll ich noch einmal zur Tankstelle gehen und nachsehen. Diana, ich werde nicht mehr über das Feld laufen. Na und? Wir werden hier ewig zelten müssen, weil ich persönlich nicht weiß, wie ich zum Lager kommen soll. Hast du eine bessere Lösung? Diana, teilst du mit uns die Wurst? Nein, Mädchen, natürlich tut es mir leid. Was habt ihr mir gestern gesagt? Nimm nicht die Wurst, denn das ganze Auto stinkt. Also, Entschuldigung. Ich selbst habe nur wenig dabei. Okay, Jana, okay. Leute, hier ist totales Chaos. Was ist das hier, ein Camp? Ja, wir müssen das endlich mal in Angriff nehmen. Die Cheerleader sind zum Turnier gegangen und es entstand ein ziemliches Durcheinander. Hallo, Jungs. Warum schreit ihr so? Schreit nicht das ganze Lager an. Bei wem wollt ihr euch denn beschweren? Wir können nicht in diesem Raum leben hier. Ja, es ist unerträglich. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja, die Basketballspieler lassen uns nicht mehr auf dem Bett liegen. Und sie schlafen den ganzen lieben langen Tag. Verlierer, ich hab's nicht verstanden. Ihr seid Jungs und könnt nicht mit Basketballspielern umgehen. Und ihr wollt unseren Rat haben? Nastia, beruhige dich. Kostja, ist das wahr?
Bedrohen euch die Basketballspieler? Ja, wir wollen umziehen und dass sie den Basketballern erklärt, dass der Raum gemeinsam genutzt werden kann. Ohne Chili, da geht ihr gar nicht zusammen. Ja, alles geht schief hier. Jungs, wovon redet ihr? Es ist toll ohne die Cheerleader. Wir haben jetzt das Sagen. Wir bringen jetzt Ordnung in die Sache. Wo sind diese Basketballspieler? Sie ja, schlafen. Jungs, hallo. Neues Zimmer. Wir werden sie jetzt aufwecken. Oh mein Gott, heute werde ich also in Dianas Schrank ihr altes Cheerleader-Kostüm suchen, es anziehen und viele Selfies machen. Oh, das wird toll. Oh, ich freue mich schon so drauf. Mein eigenes Zimmer. Ein Traum ist wahr geworden. Gigi, jetzt wirst du das Leben eines Cheerleaders führen. Ja. Basketballspieler, wie lange werden wir hier noch schlafen? Es ist an der Zeit aufzustehen. Und im Allgemeinen, das Bett ist nicht euer, sondern ein gemeinsames Bett. Alle Jungen sollen drauf schlafen. Ja, genau. Sie haben 24 Stunden lang geschlafen. Ja, genau. Basketballspieler, hört ihr das nicht? Wacht auf. Wow, wie sie mich ärgern. Steht auf. Wacht auf. Mädels, glaubt ihr, dass ich sie so aufwecken können? Das haben wir bereits versucht. Wir haben sie mit Wasser übergossen. Ich habe ihn auch ein bisschen in die Finger gebissen. Das ist nutzlos. Ja, und ich habe schon Musik angemacht. Das hat auch nichts geholfen. Hey, Basketballspieler. Hier sind zwei Basketballspieler. Wo ist Smile? Gestern kamen nur zwei zurück. Smile war nicht mehr dabei. Er ist nicht zurückgekommen. Tut mir leid, Leute, aber in dieser Situation sind wir machtlos. Es gibt hier wirklich nicht genug Cheerleader. Ihr werdet das schon irgendwie herausfinden. Weckt sie auf. Hey, nein. Ihr habt gesagt, dass ihr hier das Sagen habt. Ja, entscheidet euch. Wir wollen auf jeden Fall keine weitere Nacht hier auf dem Boden schlafen. Nein, auf keinen Fall. Verdammt, ist doch gar nicht so einfach, die Hauptperson im Lager zu sein. Aber ich kann schon damit umgehen. Anja? Ich habe eine Idee. Du kannst die Jungs in das Zimmer der Cheerleader bringen. Es gibt doch ein großes Bett, oder? Da passen sie alle rein. Jungs, das ist die Idee. Keine Cheerleader? Ab in den Cheerleader-Raum. Los! Hurra! Hey, stell mal die Musik leiser. Okay, Jana. Ich schaue dir zu, wenn du deine Würstchen verschlingst, damit dein Mund nicht austrocknet. Und wir haben Wasser. Jana, gibst du mir ein bisschen? Nimm es. Verstanden. Wir selbst haben auch zu wenig. Mädchen, also hier, nehmt auch eine Wurst. Lasst mir nur etwas zu trinken übrig. Ich hab auch Durst. Ugh. Eigentlich hasse ich diese Würste. Jedenfalls esse ich kein Fleisch. Aber unter den gegebenen Umständen geht's wohl nicht anders. Hier, Jana, Wasser. Verdammt, Jana, wie kannst du nur solche Sandwiches essen? Ist ja ekelhaft. Wollt ihr jetzt einfach nicht? Ja, schon. Verdammt, Gigi, du bist die geborene Cheerleaderin. Jetzt werden alle Freunde schockiert sein, wie schön du bist. Und eine Cheerleaderin bist du auch noch dazu. Oh, cool, wir haben es geschafft, umzuziehen. Ja, jetzt werden wir in einem großen Raum leben. Und das ist so gut. In diesem Raum werde ich die Hauptperson sein, okay? Ist mir egal, Kost. Die Hauptsache ist, dass das Bett groß ist. Was? Oh, die Jungs kommen nicht rein. Eigentlich bin ich ein Cheerleader. Und ihr betretet doch auch die Damentoilette nicht, ohne anzuklopfen, oder? Was soll das? Gigi, was machst du hier? Wir wohnen ab jetzt hier. Also Gigi, raus, okay? Hey, seid vorsichtig mit meiner Gigi. Was bedeutet raus hier, Leute? Eigentlich waren es vor allem Anja und Knopper, die mich hierher gebracht haben. Seht ihr? Sogar mein Koffer ist schon da. Es ist mein Zimmer. Gigi, mach dir keine Sorgen. Nicht nur du musstest umziehen, auch wir mussten umziehen. Wir werden jetzt hier auch leben und ich muss meine Badehose ausziehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich lege eine Matratze dort nach oben. Ich werde dort oben wohnen. Ah, Tim, nein, das mache ich schon. Leute, ihr habt etwas verwechselt. Gigi alleine lebt hier in diesem Zimmer, auf diesem großen Bett. Das ist meins. Und wo sind die freien Schränke hier? Gigi, du bist meine Cheerleaderin. Wir werden zusammen hier leben. Ja, Patrick, ich bin schon ein Cheerleader, wie du siehst. Gigi, ich wusste schon immer, dass du die Beste bist. Patrick, du wirst doch nicht hier übernachten, oder? Oh, das sind meine neuen Hausschuhe. Also Leute, nehmt diese Stinker hier weg, okay? Wir werden unsere Socken hier trocknen. Perfekte Oberfläche dafür, okay? Kurz um Mädels. Jetzt lasst uns essen, uns erfrischen und weitergehen. Mädels, denkt ihr, dass wir stinken? Ja, natürlich stinken wir. Wir haben den ganzen Tag in diesem Schrotthaufen verbracht. Dann geht's ja auch nicht anders. Mädels, könnt ihr euch vorstellen, wie sehr uns unsere Basketballer vermissen? Sie wissen wahrscheinlich nicht, wo wir sind. Wir melden uns ja auch gar nicht bei ihnen. Wisst ihr, was mir klar geworden ist, Mädels? Ich wusste nicht einmal zu schätzen, was wir hatten. Ich vermisse diese Verlierer, die Basketballspieler, das Camp. Ich vermisse das Lager auch. Kurzum, Mädchen, wir hören auf zu jammern. Jetzt laden wir die Koffer ins Auto und dann fahren wir los, okay? Und was machen wir mit dem Auto? Wir werden es schieben. Okay, Diana. Diana, halt! Warte! Schließ die Tür nicht! Das ist Tias Koffer. Halt,
ihr, na tu das nicht. Was ist, wenn das Tier zurückkommt und kein Koffer da ist? Das macht Sinn. Was ist, wenn sie zurückkommt und der Koffer nicht mehr da ist und sie ihn unterwegs braucht? Also Diana, lass es. Wir müssen uns auf den Weg machen. Nastia, wir sind schon unterwegs. Diana, schieben wir das Auto an. Also Mädels, unser Motto. Bunnies sind stark. Bunnies werden es tun. Los geht's. Mädels, bei diesem Tempo werden wir sie noch lange antreiben. Mädels, wir sind ohne unser Lieblingsauto. Nicht länger geliebt. Oh, Mädchen, hör auf zu heulen. Verdammt, da sind unsere Koffer und alle unsere Kosmetika. Mein Telefon ist dort. Meine Sachen auch, Diana. Ich will nach Hause. Lass Mädels aufhören, wir werden den Weg nach Hause schon finden. Ja, ich will sofort ins Camp. Ich will nach Hause. Ich möchte auch nach Hause gehen. Mädels, los geht's. Verdammt, Mädels, ich will jetzt schon ins Camp. Ein Schaumbad nehmen. Mädels, ich bin sicher, dass sie schon im Lager auf uns warten. Ja, sie haben bereits ein Bad für uns gefüllt und eine Mahlzeit vorbereitet. Bunnies sind stark. Bunnies werden es tun. Bunnies los. Hey, Max, denkst du gerade an mich? Ich hab geschlafen, Bros, okay? Oh Mann, wer denkt denn gerade an mich? Browse, bei Schluck auf musst du kurz die Luft anhalten. Halt die Luft an und das war's. Hey, wo ist Smile? Browse, Smile ist nicht hier, okay? Erinnerst du dich nicht, dass er gestern im Club geblieben ist, um das ganze Geschirr da zu waschen? Er hat doch gestern ein teures Gericht bestellt und konnte es einfach nicht bezahlen. Oh Mann, daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern, diesen Rotz da. Browse, das war kein Rotz, das war Austern, okay? Mir liegen sie auch total im Magen. Ja, Smile hatte Pech. Oh Mann, aber wo sind unsere Cheerleader? Warum haben sie uns nicht geweckt? Browse, sie nehmen doch an diesem Turnier da teil. Genau, sie haben uns verlassen und sind zum Turnier gegangen. Jana, was macht sie nur dort? Browse, mir ist egal, was sie da machen und auch was Layla macht. Sei nicht so, Max. Wenn die Cheerleader geblieben wären, hätte Diana für Smile bezahlt. Und Smile würde bei uns hier sein. Und so wird es keine Cheerleader mehr im Camp geben. Sie sind zum Turnier abgereist und haben sich nicht mehr gemeldet. Sie werden sich wahrscheinlich sehr wohl dort fühlen. Und vielleicht haben sie schon neue Freunde. Was seht ihr euch an? Eure Cheerleader werden niemals zurückkehren. Nie wieder. Ja, jetzt haben wir das Sagen im Lager. Anja, wie du sagst. Wenn ihr das Sagen habt, dann habt ihr das Sagen. Ja, Kostja. Alles wird so sein, wie ich sage. Und so, Leute. Heute werde ich Ankündigungen posten und wir werden auf neue Urlauber warten. Oh, da seid ihr ja alle, Mensch. Wo wart ihr denn alle? Basketballspieler! Was seht ihr uns an? Wann werden wir essen, hä? Na, ist Smile schon zurück? Wir folgen deinem Smile nicht. Im Übrigen, die Cheerleader melden sich nicht. Könnt ihr sie anrufen? Wir haben gar nichts mehr von ihnen gehört. Keine Cheerleader, wir kommen auch ohne sie klar. Mädels, ihr könnt den Spinatgeruch riechen. Gesundes Essen. Wir sind zu Hause. Mädels, wir sind Bunnies. Wir gewinnen doch immer. Oh, endlich zu Hause. Wo sind denn alle? Wo sind die Basketballspieler? Treffen sie sich nicht mit uns? Basketballspieler. Verlierer! Basketballspieler! Wo sind sie bloß? Und so ändert sich aber heute der Speiseplan im Camp. Knödel, Pizza, Knödel mit Kirschen. Oh, gefällt euch das? Ja, wir lieben das! Hört auf, Leute! Ich hole es sofort! Ich stecke in Schwierigkeiten! Ich bin am Arsch! Cheerleader? Warum seid ihr so schmutzig? Basketballspieler, Verlierer! Ist das Turnier schon vorbei oder was? Oh Mann, ich hab mir gerade vorgestellt, wie ich Pizza essen werde. Verlierer? Basketballspieler! Wasser! Wurst! Spinat! Wasser! Diana, was ist los mit euch? Kostja, ich erzähl's dir später. Mädchen, was ist mit euch passiert? Diana, ihr müsst dringend ins Haus. Ja, Leute, liked und abonniert den Kanal und wartet auf neue Episoden. Auf Wiedersehen an alle.